Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge der Forest. Und hier sehen wir meine neue verbesserte Basis. Hier drüben habe ich mir schon so eine kleine Strandhütte hingesetzt. Und wenn ich dann morgens aufstehe, erwache aus meinem kleinen Bettchen aus Pornoheftchen und alten Flugzeugkissen, kann ich hier durch die Tür gehen und den wunderschönen Sonnenaufgang genießen, das Meer rauschen hören, den Strand genießen. Freunde, ich kann euch sagen, das Leben ist eigentlich ziemlich gut hier. Dann haben wir hier direkt meine Küche. Hier können wir Eidechsen und Hasen grillen. Denn hier drüben habe ich mir mal drei Gärten hingesetzt. Da werde ich dann direkt Beeren vom Busch naschen. Na, wir zünden hier mal alles so ein bisschen an. So ein bisschen Deko. So, dann hier sehen wir meinen Schutzwall. Hier habe ich mal zwei Fenster hingesetzt, damit ich so ein bisschen die Möwen beobachten kann. Und ja, der ganze Schutzwall zieht sich einmal hier komplett um den Berg herum. Das Ganze werde ich später noch so ein bisschen ausbauen. Und an einigen Stellen habe ich kleine Lücken. Wie zum Beispiel hier drüben. Und jetzt kommen natürlich die Kannibalen angerannt. Ihr kennt sie ja, sie kommen angerannt, wenig im Schädel, Hunger nach Fleisch und denken sich, guck mal hier drüben, der Vollidiot hat hier so eine kleine Lücke gelassen. Hier zwängen wir uns durch und genau wenn sie das vorhaben, zünde ich da hinten auf der anderen Seite die Fackel an und dann brenne ich sie alle nieder. Also diese kleinen Lücken hier, die sind auf jeden Fall gewollt. Das sind meine effektiven Fallen, die ich hier so eingebaut habe. So, hier sehen wir mein Lager, an dem ich ganz gerne hängen bleibe. Und die Stelle hier ist eigentlich eine richtig gute Stelle, um sein Lager aufzubauen, denn hier kommt immer wieder neues Gepäck und dadurch haben wir eigentlich im Grunde endlos viel Nahrung. Und wir können direkt vor der Haustür fischen gehen. Angeln vor der Haustür, das ist Urlaub, das ist ein Leben. Einfach genial. Wenn ich denn was fangen würde. Wenn ich denn was fangen würde. Ja, und hier jede Menge Gepäck. Und natürlich auch wieder Regen. Eine Folge ohne Regen. Sowas darf es natürlich nicht geben. Wir können die Sachen hier mal anzünden. Oder auch nicht. Irgendwie wollen die sich gar nicht anzünden lassen. Oh, den können wir sogar zerstückeln. Na, seinen Schädel nehmen wir mal mit. Wir können auch Häschen jagen gehen. Und Möwen töten gehen. Eidechsen aufspießen. Ich kann euch sagen, alles, was man irgendwie mit einem Stock umbringen kann, jagen kann, dadurch fühlt man sich richtig männlich. Aber jetzt werde ich nur noch Dinge essen, die man mit einem Stock aufspießen kann. Na, haben wir hier drüben Fische, die wir mitnehmen können? Na also, läuft doch. Ein bisschen angeln gehen. Ja, die Stelle ist ziemlich gut, denn hier habe ich wirklich alles in der Nähe. Was habe ich hier? Ein Stock? Nee. Die Rüstung nehmen wir mit. Es donnert schon wieder und wir ziehen uns hier ein paar Riegel rein. Denn wir haben heute eine richtig wichtige Mission. Man könnte sagen, wir haben heute eine heilige Mission. Denn wir wollen endlich Vaginius Maximus, die Spalte des Todes, aus dem Weg räumen. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir holen uns hier noch so ein bisschen Rüstung, damit ich auch wirklich vollkommen bereit bin. Alles klar, mein Hunger wurde gestillt. Wir haben eine Rüstung. Wir haben eine wunderschöne Basis. Wir brauchen unbedingt hier noch mehr Fallen. Das wäre auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Na, wie machen wir das? Denken wir mal so ein bisschen nach. Also, hier werden wir überall Fallen hinsetzen. Dann hier oben müssen wir im Grunde auch Fallen hinsetzen. Und dann wären wir hier eigentlich ziemlich gut geschützt. Wenn sie angreifen, rennen sie wahrscheinlich hier durch. Am Wasser entlang. Das ist so meine einzige Schwachstelle. Die müssen wir noch so ein bisschen ausbauen. Aber ansonsten sieht hier alles ziemlich gut aus. So, das Vagina-Monster. Wir rüsten uns aus. Bomben wurden gebaut. Dennoch, wir bauen die hier noch zusammen. Man kann ja nie vorsichtig genug sein. Man weiß ja nie, was da unten noch alles so rumrennt. So, noch einen Schluck für mich und dann bin ich bereit. Ach ja, hier drüben, diese Haie kann man jetzt bewegen. Ragdoll-Effekte. Ich würde ihn ganz gerne mitnehmen. Ich finde, die Dinger sehen cool aus. Guck mal, Mami, ich reite den Hai. Woo! Ja, den sollten wir mitnehmen. Den könnte ich rüberschleifen zu meiner Hütte, dann hätte ich hier so einen Kuschelhai. Ich meine, kommt schon. Hat man die Wahl zwischen einer riesigen Vagina, die dich umbringen will, oder so ein Hai? Jeder würde den Hai nehmen.
Es wäre irgendwie cool, wenn wir den hier zerstückeln könnten. Aber nun gut, genug mit dem Hai rumgespielt. Den sparen wir uns für später auf, denn wir haben eine Mission. Vaginius Maximus muss heute sterben. Und wenn wir sie töten, kommen dann eigentlich noch neue Kannibalen? Denn sie ist ja die Mutter aller Kannibalen. Okay, diesmal haben wir wirklich keine Lampe. Egal, wir nehmen hier eine Flare. Und dann wagen wir uns hinein in die Höhle. Sehr bedrohlich, sehr unheimlich. Wir müssen uns hier durchquetschen. Komme ich hier durch? Tatsache. Okay, kann es sein, dass die Höhle hier ein wenig anders aufgebaut ist? Hier drüben sehen wir sie. Das Vagina-Monster. Jetzt geht's los. Alles klar, friss meine Atombombe. Gleich eine ganze Ladung. Boom. Was zur Hölle? Du bist ja immer noch am Leben. Wie kann das sein? Ich dachte, wir können es töten. Okay, wir müssen das wie ein richtiger Mann erledigen. Wow. Habt ihr das gesehen? Alles klar, wir müssen uns duellieren. Wir müssen direkt rangehen, ihr die Spalte stopfen. Und wir ziehen uns zurück. Wird gerade alles ziemlich wild hier. Ich brauche meine Pillen. Für die nächste Runde brauche ich hier die blauen Pillen Viagra gegen das Spaltenmonster. Ja, komm, komm, komm. Zeig, was du kannst. Bam, bam, bam. Ich hab's erledigt. Ich hab's wirklich erledigt. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Alles klar, schänden wir's. Ah, man kann es nicht schänden. Ich habe keine Taschenlampe. Brennen wir es nieder. Okay, es kann brennen. Irgendwas da unten zuckt. Boah, diese Kreatur sieht so abartig aus. Ja, der Arm hier bewegt sich immer noch. Ich traue der ganzen Sache hier nicht. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, sie ist immer noch am Leben. Immer wieder hier dieser selbe Bug noch. Na gut, wir haben das Vagina-Monster besiegt. Widerlich, absolut widerlich. Ich glaube, da hinten rennen sogar noch mehr Mutanten rum. Die können wir ja auch mal suchen. Aber ich will mich hier drin nicht schon wieder verlaufen. Denn aus irgendeinem Grund haben sie die Höhle verändert. Ach komm, wir gehen wieder raus. Ich meine, wir haben alles erledigt. Wir haben das Vagina-Monster bezwungen. Hier drüben sehen wir es. Ihre zuckende Leiche. Ein Klumpen aus unzähligen Frauen. Das absolute Böse. Und hier sehen wir ihre Babys. Das ist so abartig. Das ist wirklich so abartig. Okay, wir gehen wieder raus. Was haben wir hier drüben? Ein Leuchten am Boden. Oh, absolute Dunkelheit. Ich sehe gar nichts. Ich frage mich, warum sie die Höhlen so viel dunkler gemacht haben. Die waren ja schon davor ziemlich dunkel, aber jetzt sieht man hier null. Absolute Finsternis. So, ja, das hätten wir erledigt. Wir haben es bezwungen. Was machen wir nun? Auf einmal fühlt sich mein ganzes Leben so leer an. So bedeutungslos. Ich habe einen uralten Feind besiegt. Und jetzt habe ich keine Aufgaben mehr. Im Grunde nur noch überleben. Und hier endlich mal die neuen verbesserten großen Brüste sehen. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Wo ist mein Hai hin? Regen!
Aber mein Hai ist verschwunden. Aus irgendeinem Grund. Den hätte ich eigentlich ganz gerne mitgenommen. Nun gut, dann würde ich sagen, bauen wir hier die Sache noch ein bisschen aus und setzen hier mal neue Fallen hin. Ich bin schon wieder am Frieren. Alles klar, eine Falle setzen wir einmal hier hin. Die andere setzen wir dann hier drüben hin, dann hätte ich hier schon mal die Front. Die Front wäre hiermit schon mal gesichert. So. Oh, verflucht, wir werden hier draußen erfrieren. Jetzt aber schnell hier noch einen Baum weghacken. Baum fällt in die völlig falsche Richtung. Eigentlich wollte ich dich woanders hinlenken. Aber jetzt ist er explodiert. Noch habe ich hier meine Ruhe. Noch rennen hier keine Kannibalen rum. Die trauern wahrscheinlich alle, weil ihre Mutter ermordet wurde. Okay, wir beeilen uns. Dann bekomme ich hier noch eine Falle fertig. Außer ich erfriere davor. Was durchaus sein könnte. Denn die Kälte macht mir hier langsam ziemlich zu schaffen. Rennt da hinten jemand rum? Ja, da hinten rennt jemand rum. Okay, Beeilung. Die wollen natürlich zu mir. Okay, wir müssen unbedingt ans Feuer gehen. Alles klar, gehen wir hier hin. Ich weiß gar nicht, sind wir eigentlich geschützt, wenn wir in die Hütte hineingehen? Nee, hier regnet es wieder mal durch. Sag bloß, ich habe keine Blätter mehr. Wie kann ich keine Blätter haben? Normalerweise haben wir immer Blätter dabei. Alles klar, wir müssen uns aufwärmen. Erstmal hier so eine Soda rein und einen Snickers hinterher. Wie kann es sein, dass ich keine Blätter habe? Stöcke brauchen wir. Oh, sehr gut. Der Regen hört langsam auf. Okay, wir haben neue Blätter hier eingesammelt. So. Dann schauen wir mal, dass wir hier die Fallen noch fertig kriegen. Oh, der hat da drüben irgendwas hingesetzt. Die markieren hier schon wieder ihr Revier. Aber Freunde, Fehlanzeige, hier ist mein Revier. Ich bin hier der Boss. Mhm. Na also, geht doch. Aber sonst alles ruhig hier. Wow, was ist denn los mit dir? Wo willst du denn hin? Die Bäume leben. Mach dir hier so einen Sprung aus dem Nichts. Den hier nieten wir um. Was zur Hölle? Ich sag's ja immer wieder, ich bin einfach zu stark. Stirb! Oh nein, oh nein, oh nein. Oh yes, eine Dame. Alles klar, die nehmen wir gefangen. Hast du neue große Brüste? Kann das sein? Hey, das kann ja wirklich sein. Warte mal, ich glaube, die drießen Dinger. Okay, wir brauchen mehr Licht. Lass mich hier drüben hin. Anzünden. Yep, die hat größere Brüste. Seht ihr das? Okay, die müssen wir gefangen nehmen. Die müssen wir unbedingt gefangen nehmen. Die Lady mit den Riesenmelonen will ich unbedingt hier in meiner Sammlung. Komm mal her, du. Komm mal her.
Die Dame mit den großen Brüsten. Das wird mein Vibe. Der eine da hinten klettert rum. Okay, wenn wir ihren Freund töten, gehört sie mir ganz alleine. Ihr habt ja definitiv größere Brüste. Komm mal her, ich will deine Schwerkraft testen. Na komm, renn rein. Hey, ich bin hier drüben. Hau zu. Oh, sie hängt. Yep, ich hab sie gefangen genommen. Ich hab die Lady mit den großen Brüsten. Mann, 1A. Die Dinger hier stehen 1A. Der Fang des Tages. Ja, damit hätten wir es bewiesen. Die Eingeborenen hier. Die Damen haben auf jeden Fall größere Brüste bekommen. Es variiert, aber ich finde, wir sollten dennoch ein, zwei weitere sammeln. Einfach nur, damit wir die Studie hier ein wenig weiter ausweiten können. Alles klar, wir töten den hier mal. Vielleicht locken wir damit andere an. Ist er noch am Leben? Nee, definitiv nicht. Okay, eine Frau hätten wir hier gefangen genommen. Aber es könnte sein, dass es ja noch andere gibt. Mit noch größeren Brüsten. Und genau das wollen wir erforschen. Hey Kumpel, du hängst da oben. Alles klar. Den hole ich runter. Oh ja, bleib da oben. So ein Idiot. Der bekommt es gar nicht mit. Dass wir hier unten den Baum fällen. Baum fällt. Was zur Hölle? Der bleibt einfach hängen. Ja, wie unfair ist das denn? Okay. Wenn es einer verdient hat, dann der hier. Oh nein, ich kann mit der Flare Gun nicht nach oben schießen. Aus irgendeinem Grund kann ich mit der Flare Gun nicht nach oben schießen. Alles klar, hier drüben kommt das nächste Trupp. Und wenn wir schnell sind, bekommen wir hier noch die Falle zusammen. Ich habe doch eben gerade einen Stick eingesammelt. Haben wir hier eine Frau dabei? Der hier brennt. Der hier brennt auch. Oh nein, ich habe die da hinten irgendwie angezündelt. Aber die sollte noch am Leben sein. Komm schon, sei noch am Leben. Sei bitte noch am Leben. Warte mal, das schauen wir uns jetzt genauer an. Nee, die Brüste hier sind auf jeden Fall kleiner als bei der anderen. Oder was meint ihr? Bleibt mal hier stehen. Ich renne jetzt wieder zurück und schaue mir die andere an. Na, Moment, ich nehme hier noch einen Stock mit. So. Na, die Beine bleiben stehen. Also, jetzt hier der große Vergleich. Da hinten kommt schon die nächste Armee. Ich würde sagen, die hat definitiv größere. Was meint ihr? Doch, die sind definitiv größer. Ich wette, die wollen die hier retten. Weil sie genau wissen, wir haben die Frau mit den schönsten Titten gefangen. Dafür ziehen sie jetzt in den Krieg. Dafür wollen sie sich mit mir anlegen. Kann man verstehen. Ist auf jeden Fall ein sehr edles, sehr nobles Ziel. Okay, wir stärken uns. Ich bin bereit. Alles klar, ich will hier noch eine gefangen nehmen. Guck mal die hier, die hat auch wieder andere Brüste. Aber ich glaube, die hier hat wirklich die dicksten Dinger. Alles klar, Freunde, ich bin bereit. Wer will es wissen? Er macht den Moonwalk. Ich will die Lady da hinten. Haben die auch andere Haare? Die hier ist blond und die hier drüben. Ja, die ist auch jetzt heller von den Haaren her. Komm schon, renn rein, renn rein. Yes! Yes! Doppelt gefangen.
Boah, jetzt geht's wieder los. Das Karussell. Schon wieder hier das Karussell des Todes. Sie reißt hier die ganze Einrichtung mit. Okay, die anderen müssen wir töten. Nehmen wir die Flare Gun. Nur Frauen werden am Leben gelassen für die Studien. Jetzt haben wir hier den direkten Vergleich. Ha. Nochmal hier hin. Yep, die hat gewonnen. Die hat definitiv gewonnen. Tja, damit hätten wir wieder ganz wichtige Fragen beantwortet. Und ich würde sagen, mit diesem Ergebnis legen wir uns pennen und schauen mal, was der nächste Tag bringt.